Juhu, meine Lieben! Ja, es ist Samstag. 13 Uhr gerade genau, also auf meiner Uhr. Und ja, ich bin aufgeregt. Und zwar ist das Tauschpaket von der lieben Winnie Kreative angekommen. Und, ich will jetzt gar nicht so lange quatschen. Ich lege einfach mal los. Und ja, ich habe hier schon die Adressen abgemacht, wie immer. Puh, ja, ich bin so gespannt. So, ich habe hier schon gerade geguckt, wo ich das hier so aufmachen kann. Und das kann man dann hier so aufklappen. So, mehr habe ich noch nicht gemacht. Tja, jetzt muss ich mal gucken, kann man das hochklappen? Okay, ich mach kurz auf Pause und schau mal eben, bevor das 3 Jahre dauert. Bis gleich. So, ich hab's geschafft. Hier klebte noch was, das musste ich noch aufschneiden. So, dann schauen wir mal zusammen. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ist irgendwie wie Weihnachten so mit dieser Aufregung. Ja, ich bin ein Mensch, der sich immer noch auf so Weihnachten so freut und aufgeregt ist. Ja, egal. Ich mache jetzt einfach. Oh ja, hier ist noch, ist das alles schön eingepackt und hier liegt was dran. Ja, eine kleine Geschichte hierzu, das sollte sie mir wieder zurückschicken, das kennt ihr von meinem, Craft-Update wollte ich gerade sagen, aber das werde ich wahrscheinlich doch später hochgeladen haben als dieses hier jetzt. Ja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall kleine Geschichte hierzu. Das hier habe ich eigentlich für die liebe Schems gebastelt. Also ihr Kanal heißt Ulla. Nein, nicht Ulla. Nein, ihr Kanal heißt Schems bastelt. So. Und ja, das hier sollte eigentlich für sie sein. Und sie hat etwas, was eigentlich zu der Winnie Kreativa gehen soll. So, und ich hatte beides jeweils, also ich hatte für beide Teile jeweils das gleiche Geschenkpapier benutzt. Und es hat auch halt so die gleiche Form, es ist auch irgendwie gleich dick gewesen und ich habe es dann einfach vertauscht. Ich dumme Nuss, also das ist... das ärgert mich immer noch. Also ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Ja. Vielen lieben Dank an dich, dass du mir das zurückgeschickt hast. Und ich hoffe, dass ich das, was für dich eigentlich noch ist, dass ich das noch bald irgendwie schnell noch bekomme, damit ich dir das dann schicken kann. So. Oh Gott, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So, jetzt gucken wir aber mal hier, ne? So. Hui, das sieht alles super schön aus. So, und was steht denn hier? Die Post ist da. Okay, dann gucke ich mal eben hier in die Post rein. Schaut mal. Ist das nicht süß gemacht? Oh Mann. Oh, wie süß. Der Fuchs. Oh Gott, vielen Dank schon mal für die wunderschöne Karte. Die ist ja toll. Ich wünschte, ich könnte auch sowas. Ja,
Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh Mann. Ja, wenn ich mal hier, ne, so besser geworden bin mit meinen Krams, dann können wir auf jeden Fall noch mal gerne wieder tauschen. Momentan, naja, schäme ich mich eher für meine Sachen. Ja, was heißt schämen? Also, na, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Da brauche ich ja, denke ich mal, nichts mehr zu sagen. Oh, schaut mal noch mal die Karte. Oh, so schön. Die kommt zu meiner Kartensammlung. Ich sammle so gerne Karten. Ja, so sieht das Paket aus. Das werde ich jetzt mal auf den Tisch. Ach, auf den Tisch. Hm? Auf den Stuhl packen. Oh Mann. Geht schon gut los. So. Oh Gott, was nehme ich denn jetzt? Ich nehme einfach mal hier so ein Umschlag. Fängt schon gut an. Hier ist eine Schleife rausgefallen. Eine niedliche. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ach, hier sind solche Schleifen drin. So, jetzt muss ich aber mal eben... Ach, das sind... Ach so, das ist so wie Perlen. Ah. Schön. Das ist ja... Also, was es nicht alles gibt. Also, ich staune immer wieder. Das kann man dann echt dann so... einfädeln, ne? Cool. Hui. Schön. Ich packe das auch, glaube ich, erstmal immer wieder zurück. Rein. Voll schön. Die ganzen Umschläge hat sie bestimmt selber gebastelt. Das macht auch sehr Spaß, wie ich finde. So, dann wird dieses hier. Das werde ich mir alle später abfummeln. Ist ja ganz klar, ne? Damit bloß nichts wegkommt. Schneemann. Ui, hier haben wir ganz, ganz viele Tags. Ui, der ist süß. Der ist süß, der ist süß. Oh, noch mehrere, das ist super. Das ist super. Was haben wir denn hier? Fashion... Ich kann den... Also ich weiß, was es ist, aber ich kann das Wort nicht aussprechen. Auch zwei von... Oh, was macht man denn? Ach so, das kann man ja auch dann so beschriften. Nochmal so ein Tag. Dann haben wir nochmal solche... Schilder, nochmal solche. Und solche im, wie sagt man, Craft-Look? Craft-Papier? Ich weiß nicht. Yay, cool, vielen lieben Dank. Musst du gerade schon wieder jetzt breit grinsen wegen dem Schneemann? Hey, zum Glück sieht man mich nicht. Dankeschön. Oh, ich greife einfach mal weiter rein. Oh Mann, das ist alles so schön eingepackt. Yeah. Nochmal so ein Umschlag. Ui, was ist das denn? Was ist denn? Was ist denn das? Huch, Gott. Fail. Ja, jetzt geht's los. Ich sag schon mal gleich, das Video wird lang und chaotisch. Wahrscheinlich. Aber das könnt ihr ja schon dann eh sehen. An der Überschrift und die Länge vom Video. Oh mein Gott, was ist das alles? Was macht man damit? Das musst du mir mal verraten. Da macht man doch bestimmt irgendwas Bestimmtes mit, oder? Oder ist das einfach... Oder sind das einfach so Ausstanzungen? Das würde mich mal interessieren. Oh Gott. Weil sehr, sehr viele verschiedene Muster, wie man hier sehen kann.
Hier, das ist voll süß. Oh Gott. So, dann sammeln wir das mal auf. So, ich prüfe mal immer zwischendurch, ob das Handy noch filmt. Ne? Ich bin ja immer misstrauisch. So. Dann haben wir hier so einen schönen Umschlag mit Schmetterlingen drauf. Die werde ich übrigens auch alle aufbewahren. Alles aufbewahren auf jeden Fall. Oh, hier sind auch noch mal so... Ja, ich glaube, das sind wirklich alles so Ausstanzungen. Ich hole mal nur so ein paar raus. Oh, cool. Ich mag Stanzteile. Voll toll. Alles voller Blumen hier. Ich habe ja zum Geburtstag meine ersten Blümchen-Handstanzen bekommen. In so drei verschiedenen Größen. Finde ich voll cool. Vielen, vielen Dank. Kann man ja dann... Ja, also ich finde das irgendwie praktisch, weil ich habe schon öfters mal gemerkt, wenn ich so ein Pocket Letter gebastelt habe, habe ich halt gemerkt, so, ja, irgendwie fehlt mir jetzt da zum Beispiel irgendwie so ein Schmetterling oder da so ein paar Blümchen und so das dann mit Perlen verzieren oder sonst was. Und ja, dafür sind... Oh, sind diese Handstanzen total toll, finde ich. Das geht dann schnell und ja. So. Oh Gott. So, dann haben wir nochmal so einen schönen Umschlag mit Schmetterlingen. Uiuiui. Ich habe ein Haar auf meinem Pullover. So. Ui, was ist das denn? Uiuiui. Ui, ui. Herzchen und Blümchen. Kann man ja hier ganz gut erkennen. Nochmal so ein kleiner. Ich bin gerade am gucken, wie das funktioniert. Ne, ich bin ja noch. Ne, ich bin ja noch Anfänger und dumm, was viele Sachen angeht. Okay, also ich weiß gar nicht, wie man das hier eigentlich dann macht. Musst du mir dann auch mal... Toll, du musst mir wahrscheinlich viele Fragen beantworten. Oh Mann. Aber vielen lieben Dank. Sowas passt ja auch sehr gut. Hier zu Hello Kitty und sowas. Ne, ich bastel ja halt ja für andere Leute dann auch so, ne, solche Sachen. Ich nehme einfach mal, ich mache einfach mal weiter mit diesen Schmetterling-Umschlägen. Bin gespannt, was du damit zauberst. Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt. Oh, was ist das denn? Was ist das? Hä? Sind das Sticker? Das sind wohl echt Sticker. Oh, da bin ich auch gespannt, was ich damit mache. Die habe ich, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Solche Sticker. Das sind doch Sticker, ne? Ja, ja, klar. Hä, Klopapier. Hey, mit so einem Gesicht drauf. Süß. Na, das... Was klebt hier? Ja, schön. Schön. Moment, ich pack die erstmal wieder zurück in den Umschlag. Oh Gott, ich bin so nervös. Nimm's mir bitte nicht übel. Manu. Wenn mir mal irgendwas hinfällt, hinfliegt, keine Ahnung. Bus.
Da steht Bus drauf. Das sind ja mal interessante Sticker. Ja, da bin ich auch gespannt. Was? Oh nein. Das klebte irgendwie irgendwo dran. Ich gebe das mal zu kurz gleich hier mit drauf. Hat sich so ein bisschen gelöst von irgendwo. Dankeschön. Ja, da bin ich auch gespannt. Gucken, ob mir was dazu einfällt. Nö, ich hoffe ja, dass ich ja mit der Zeit dann auch immer besser werde. So, dann haben wir hier. Vielleicht hast du dafür Ideen. Oh. Oh, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ach, einfach so ein Dekoband. Das ist ja schön, mit so schönen Blättern. Das sieht ja schön aus. Ja. Vielleicht fällt mir dazu was ein. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, irgendwie. Also, finde ich. Oh ja, da schaue ich mal. Da schauen wir noch mal. Kann man bestimmt toll ein Pocketletter dran machen oder zum Beispiel dieses Album, was ich mir da gekauft habe, dieses große vom Teddy. Ich weiß nicht, ob sich da manche dran erinnern. Das ist ja, wie nennt sich das? Sind ja so große Ringe dran, an dem das so festgebunden ist. Da könnte man das auch so drum befestigen. Mal schauen. So, ich glaube, jetzt habe ich alle Umschläge mit den Schmetterlingen. Oh, und ich sehe gerade. Hier ist was zum Mampfen. Uiuiui, danke schön. Schoki. Oh Gott. Toll, jetzt kriege ich wieder Hunger. Oh, noch was. Das ist ja witzig. Ein Schirm. Auch nicht schlecht. Das ist ja cool. Das mag man schon wieder gar nicht essen, weil das so cool verpackt ist. Vielen lieben Dank. Ja, witzig. Das ist ja witzig. Ach ja, was es nicht alles gibt. So, dann machen wir mal hier mit solchen Umschlägen weiter. Engel bekommen Flügel. Ja, das stimmt. Die brauchen ja die Flügel. Ach du meine Güte. Ja. Ihr könnt sehen, da sind ganz, ganz viele Flügel drin. Uiuiuiui. Ich hole mal so ein paar nur raus, ne? Das könnt ihr hier alles sehen. Eieiei. Das sind sehr viele Flügel, meine Gute. Oh, in Rot. Hi. Oh, ich bin gar nicht in der Kamera. Hi. Toll. Ich bin so dumm. Cool. Vielen lieben Dank. Oh Mann, da sind aber ganz schön viele hier eingepackt. Könnt ihr hier sehen, ne? So total schöne Farben. Ach, das Blau gefällt mir auch. Cool. Ach, meine Güte. Bleib doch hier. Lauf doch nicht weg. Ich tu doch nichts. Danke nochmal. Oh, das wird lustig, das später noch einzusortieren. So. Vielleicht für Schüttelkarten. Oh, Schüttelkarten habe ich noch nie gemacht. Ui.
Ja, klar. Schüttel. Schüttel. Streuteile. Boah, das schimmert aber ganz schön. Haben wir, glaube ich, so. Ja, sollen so Engel sein. Ja. So Streudeko habe ich noch gar nicht so viel. Ich wollte mir mal diese Foto-Fuse kaufen. Oder mir besser ja, zu Weihnachten wünschen. Vielleicht von Mutti. Oder weiß nicht von wem. Ui, die sind auch schön. Das würde ich nämlich echt gerne mal ausprobieren mit der Foto-Fuse. Das spricht mich schon an. Oh, das schimmert ganz schön. Voll cool. Was ist das? Bin ich jetzt doof? Ich habe gerade keine. Ach so, das ist ein Weihnachtsmann mit einem Sack auf dem Rücken. Ah. Hier oben ist die Mütze. Also ich denke mal, dass das so ein Weihnachtsmann sein soll. Haben wir nochmal so schöne weiße Sterne. Und nochmal süße, bunte Sternchen, die alle total schön schimmern. Cool. Danke dir. Sowas kann ich dann später richtig gut gebrauchen, wenn das dann klappt mit der Foto-Fuse, wenn ich die dann bekomme. Da bin ich echt gespannt drauf. Okay, und natürlich braucht man ja noch so Folien dafür. Hui. Standsteile gehen immer. Das stimmt. Ich habe ja gerade schon ne, erwähnt, dass ich die sehr toll finde. Oh. Hier fische ich mal eben das raus. Schöne Blümchen. Oh mein Gott. Ich hoffe, die hattest du schon alle so fertig. Also so fertig, ne, irgendwo rumliegen. Oh Mann. Dann haben wir ein. Ui, süßer dicker Vogel. Noch so ovale Kreise. Eine Eule. Süß. Herzchen. Ein Teddybär. Das ist so geprägt, ne? Das nennt man doch so. Ich meine schon. Noch ein Kreis. Die sind ja hübsch und die schimmern auch total oder glitzern. Ein Schmetterling und noch ein Schmetterling. Blätter. Noch ein Schmetterling. Noch so ein Teil. Was? Noch eine Eule. Die Eulen sind total süß. Eine Blume. Nochmal sowas. Noch ein Schmetterling. Und was ist denn das? Ist das auch irgendwie eine Blume? Nochmal sowas. Ja, ich denke mal, das soll ein Blumen sein. Cool, ich danke dir. Ja, Standsteile gehen immer, das stimmt. Finde ich auch. Oh, na komm schon. Nee. So. Hier, der Bär ist auch voll süß hier, der gerade nicht in den Umschlag zurück möchte. So. So, das hätten wir auch. Oh Gott, da ist ein Umschlag aufgegangen. Nochmal so ein.
steht jetzt nichts drauf. Oh Gott, was ist das denn? Okay, da haben wir hier ne, solche Tags. Oh, Entschuldigung. Oh, ich hatte gerade so ein Kitzel im Hals. Tut mir leid. So, wie gesagt, hier haben wir Tags. So Vintage Style. Habe ich recht? Ja, ne? Ja. Cool, was macht man denn hiermit? Ach, guck mal, da ist. Oh, da oben ist so ein Loch. Das ist ja cool. Ui. Schick. Von dem wieder so mehrere. Ja, ich hätte die jetzt wahrscheinlich dann irgendwo mit aufgeklebt, aber hier mit dem Loch. Sie mal schauen. Vielen Dank dafür. Boah, die sind echt total so aufwendig gemacht, diese. Ich nenne sie jetzt mal Schilder. Uiuiui. Nee. Komm schon. So. Die ganzen Umschläge sind so niedlich. Ja, ich wieder, ne? Ich finde alles niedlich. Da haben wir hier so einen Umschlag nochmal. Den habe ich vorhin von. So, da war das Limit erreicht und ich habe es nicht mitbekommen und weiß jetzt gar nicht, wie weit ich jetzt gerade gekommen bin. Ich mach nochmal hier. Nein. Wo ist denn das? Hier. Das hatte ich euch noch gezeigt, denke ich, ne? Hier diese Tags hier. Die hätte ich euch ja noch, glaube ich, zeigen können. Das ist nämlich das, wenn man nicht aufs Handy schaut, dann passiert sowas. Das war das. Und dann habe ich diese hier gerade ausgepackt und habe um Hilfe gebeten, weil ich nicht weiß, was man damit macht. Und ich weiß nicht mal die Bezeichnung dafür. Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte. So. Das ist jetzt hier. Bis hierhin bin ich gekommen. So. Oh mein Gott. Hier ist was eingepackt in so einem süßen, so ein. Hier, wie heißt? Brottüte. So. Und hier hängen noch die Umschläge im Bild. So. Da steht Party Hutmix. Schau ich mal einfach. Oh oh, ich habe Angst. Das ist sehr dick. Boah, ich habe einen Frosch im Hals, den ich weggehen will, weil er mich ärgern will. Gott, wie mache ich das auf? Was haben wir denn da? Ach du Sch. Oh. Ach du meine Güte. Was ist das alles? Was steht da? Party? Ich bin gerade zu doof. Hitmix? Was? Okay, ich schau einfach mal. Zieh mal hier einfach. Ui. Boah. Die sind ja hübsch. Man kann das alles schön erkennen mit den Farben hier. Die sind ja schön. Cool.
Uiuiui, was hast du mir denn da alles eingepackt? Richtig schöne Blätter. Wow. Uiuiui. Ein riesiges Blatt. Sieht auch total schön aus. Und da ist ein kleines Loch. Das traue ich mich ja gar nicht zu benutzen. Uiuiui. Dann will ich hier noch mehr Blätter. Ui! Kleine Glöckchen. Und ich muss mich mal kurz... Einen Moment. Ich habe hier wieder Rückenprobleme. So. Kleine süße Glöckchen, wie niedlich. Hihi, voll süß. Ah, dann wie diese Handmade-Label-Dingsbums-Dinger. Dingsbums-Dinger, schön. So. Oh Mann. Boah, sind die riesig. Was macht man nur damit? Oh, wie krass sind die denn? Oh Mann. Und es hört nicht auf. Noch mehr Blumen. Was macht man hier mit diese Röcke für die Engel oder so? Oh Gott. Ich habe so keine Ahnung von den Sachen, aber ich hoffe, dass ich bald Ahnung haben werde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das? Ups. So kleine Fluffy-Dinger. Okay, die packe ich schnell wieder rein, wenn ich es schaffe. Was macht man denn damit schon wieder? Ja klar, irgendwo dran baumeln. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ui. Dann wir solche... Okay, ich würde sie jetzt nennen Flatbacks. Ne, wegen flacher Rücken hier. Ach, diese kleinen süßen Blätter, die kenne ich, die habe ich schon mal gesehen. Wenigstens eine Sache, wo ich was mit so anfangen kann, also was ich so kenne. Die sind auch sehr schön. Sehr schön, ja. Oh Mann. Nochmal solche flachen Teile. Oh Mann, was hast du da alles reingequetscht in diese Tüte? Und was ist das? Das Mini-Perlen? Jo. Oh, ich bin zu nah dran. Entschuldigung. Oh Gott. Ui. Die Blätter sind ja mal hübsch. Schaut mal, wie die funkeln. Ui, die sind ja schön. Boah, cool. Oh Mann. Oh, wie süß. So Schneeflocken. Das sind alles so Perlen. Die kann man alle dann so, ne? Das Gebamsel irgendwo dran machen. Wie cool. Nochmal solche. Ich nenne sie jetzt einfach Flatbacks. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Echt schön auch. Oh Mann, was es nicht alles gibt.
schwarze Raindrops, cool. Hihi. Da habe ich immer noch meine noch übrig, weil ich mich nicht traue, die zu benutzen. Man ist echt so doof, ne? So, haben wir es geschafft? Okay, eins ist noch. Holzblumen. Hey, die hätten gut zu meinem Winnie-Pooh-Pocket-Letter gepasst, den ich für dich gemacht habe und total nervös dabei war. Oh Mann. Oh, da ist noch... Was ist das denn? Ach so, so wie so Flaschenpost. Da kann man dann wohl was draufschreiben. Ich bin schon wieder zu nah. Das ist immer, wenn ich dann selber so hinter der Kamera mir das so angucke. So kann man dann so kleine Post draufschreiben. Cool. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Sachen. Oh mein Gott. Ui, die Blätter sind so schön. Oh Mann, ich bin echt gespannt, was so die Zukunft bringen wird bei mir. Was ich da so alles mit anstellen werde. Ich krieg das alles wieder so schön rein, wie du es gemacht hast. So. Da muss ich mir auf jeden Fall noch mal eine neue Sortierbox kaufen. Yay, ich habe es wieder so hinbekommen. Also fast. Vielen, vielen Dank. Oh Mann, oh Mann. So, dann haben wir hier noch so eine Brottüte. Strassmix. Ich kann es schon hier sehen. Davon habe ich auch schon. Habe ich auch schon was. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man ja immer gut gebrauchen. Kann man immer irgendwo mit draufkleben. So. Ui. Da haben wir zweimal hier solche blauen Blümchen. Boah, was ist das denn? Boah, sind die cool. Das sieht echt cool aus. Boah, cool. Hier nochmal alles so in Silber. Alles funkelt und schimmert und ui. Die sind ja süß. Oh, wie süß. So kleine Schleifchen hier. Oh, eine rote. Eine schöne. Ui. Cool. Dankeschön. Oh Mann. Ah, die habe ich hier. Aber das macht nichts. Kann man ja immer irgendwie irgendwo mit draufpappen. Draufkleben. So, das hätten wir auch. Die Schleifen sind echt cool. Die sind auch sehr interessant. Ich danke dir. Oh Gott, mein Rücken. Ui. Oh. Oh, hier haben wir noch mal so einen Umschlag mit Schmetterlingen für deine Sammlung. Oh je, ich sammle so einiges. Was könnte das sein? Flipbacks! Oh mein Gott! Ist ja cool! Wie cool ist das denn? Wie riesig. Und so ganz viel verschiedene Farben hier. Wie toll. Och, wie cool. Ich danke dir.
Ich hoffe, du hast noch, ich hoffe, du hast auch noch welche davon. Das ist ja echt... Oh, cool. Oh ja, da freue ich mich sehr. Ich liebe diese Teile. Ich sammle die total gern. Und süßer Lolli. Eine Hello Kitty mit einem Hut. Blume. Krone. Die habe ich auch alle noch gar nicht. Da scheint es so echt einige zu geben. Ein leckeres Bonbon. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, die packe ich doch gerne ins Glas rein. Hi. Also ich habe ja meine Flatbacks alle in so einem dicken Glas drin. Cool, danke schön. Oh. So. Oh, was nehme ich denn hier? Ich nehme mir so ein kleines. Oh, da hat sie total schönes Geschenkpapier benutzt. In so einem Herbststil. Richtig, richtig schön. Schaut mal. Bunt sind schon die Blätter. Oh, gut, dass ich hier meine Schere liegen habe. So. Ich. So. Auch richtig schön. Okay, das muss ich leider doch hier so aufreißen. Ui, ui, ui. Na, die sind ja auch mal wunderschön. Solche habe ich noch gar nicht. Cool. Ja, passend hier zu dem Satz. Oh, vielen lieben Dank. Die sind wunderschön. Cool. Hui. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was nehme ich denn? Ich nehme erstmal die Kleine. Wow. Also hier steht, Charms gehen immer. Und hier hängt auch noch so eine kleine Tüte dran. Oh. Mit solchen Kreisen. Wie cool. Ja, stimmt. Charms gehen immer. Die sind auch total schön. Cool. Ja, ich nehme mal meine Schere. Ich finde das Papier total cool. Ich hoffe, ich kann mir da von den größeren Päckchen mir davon was aufbewahren von dem Papier. Oh mein Gott. Oha. Ja, sorry Leute, da muss ich mal kurz schauen. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Oh mein Gott, so. Oh nein. Das sind sehr, sehr viele Charms. Alles Mögliche. Zum Laufteil. 2016? Ja, ist ja bald schon wieder vorbei. Ui, ganz, ganz viele Sachen. Ihr könnt es ja hier sehen, ne? Die habe ich auch alle noch gar nicht. So einen Löffel habe ich, glaube ich. Wow. Oh, ups. Oh mein Gott.
Ja, es sind sehr, sehr viele hier. Man kann das ja hier alles gut erkennen. Auch so klein. Oh, du mini, mini, mini Schlüssel. Mini, mini klein. Uiuiui. Ja, das werde ich mir alles später nochmal genauer anschauen. Oh, ein Bäumchen. So Weihnachtscharms habe ich noch gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ui, hätte ich was verirrt. Nochmal so ein Love-Teil-Sternchen. Nochmal so ein Anker. Eine Schneeflocke. Cool. Delfine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, ich muss mal kurz hier hinter der Kamera in die Sachen reinpacken. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Charms. Oh mein Gott. Oh Mann. Ja, die... Ja, ich denke immer an meinen Platzmangel. Das ist katastrophal bei mir so langsam. Frag bitte nicht nach einer Roomtour. Obwohl Roomtour, naja, ich habe ja nur so eine kleine Ecke, so fürs, so zum Basteln. Vielen lieben Dank an dich für die ganzen Charms. Oh mein Gott. Hier haben wir nochmal diese runden Teile. Oh, so. Wow, was ist das denn? Was ist das? Wofür benutzt man sowas? Ist das zum Eingießen oder auch für so, kann man auch so für Schüttelkarten nehmen? Ich muss mal solche, Geräusche machen. Musst du mir auch mal verraten? Ich denke mal, das ist wohl zum Eingießen? Hm. Oh Mann, ich schäme mich so. Ich habe so wenig Ahnung von den ganzen Sachen. Ui. Hier ist... Nochmal Schoki. My heart goes boom. Gab es da nicht mal so ein Lied früher, was so hieß? Ich glaube schon. Das ist ja so ein richtiger Smiley. Milchschokolade. Kann Haselnüsse und andere... Oh ja. Zum Aufkleben. Hä? Ach so, okay. Cool, vielen lieben Dank, Schoki. Schoki, Schoki. Ich habe schon einen Knall, ne? Vielleicht als Verzierung, Fragezeichen. Da schauen wir doch mal. Ja, was auch sonst, ne? Huch. Hä? Was ist das denn? Oh, ich lasse es mal zu. Ich glaube, da kommt mir eine Idee, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann so funktioniert. Muss ich mal schauen. Was ist denn das überhaupt? Aber mal schauen. Ich weiß gerade nicht mehr, wohin mit den Sachen hier. So, dann haben wir hier... Schaut doch mal, wie schön das Papier ist, was die liebe Sandra ausgesucht hat. Ich finde das klasse. Papier für Goodie Bags. Und hier klebt noch so ein...
Nee, das ist kaputt. Shit. Manu. So. Hier kleben noch solche Blümchen. Das friemel ich mir natürlich alles später ab, ne? Papier für Goodiebags? Hm. Bin gerade die ganze Zeit überlegen. was ist das denn? Hilfe, ich klebe fest. So. Papier für Goodiebags. Papier? Meinst du Umschläge oder wirklich Papier? Kann man das denn hier? Kriege ich das denn hier auf? Nö, ich bin wieder doof, wie immer. Okay, das gucke ich mir dann später an. Das sind halt wahrscheinlich hier so Umschläge. Kann man ja hier sehen, ne? Aber ist das nicht so schade für Goodiebags? Also so, weil dann sieht man ja davon gar nicht so viel. Dann auch noch 2 Pakete. Vielen lieben Dank. Da schaue ich mal, ob ich das für Goodiebags benutze. Das weiß ich jetzt nicht. Hier liegt noch meine Schere im Bild. Sehr schön. Oh, hier ist etwas Handgemachtes. Das mache ich zum Schluss. Noch was Handgemachtes. Das mache ich auch zum Schluss. Ja. So, dann haben wir... Das ist übrigens total süß verziert und eingepackt, wie ich finde. Total schön. Und hier liegen noch Sachen im Bild. Das ist auch sehr schön. So, hier klebt wieder. So, diesmal mache ich das aber. So. Nochmal solche schönen Blumen. Sticker dürfen nicht fehlen. Ja, mittlerweile habe ich auch sehr viele Sticker. Mittlerweile. Oh Gott, ich habe so Kohldampf gerade, das glaubt ihr gar nicht. Oh Mann. Ja, schöne Sticker. So, das packe ich mal weg. Da haben wir hier so schöne Sterne. Kann man auch immer gebrauchen. Ui. Was? Flowery Sticker? Ui. Ah, die Bögen sind alle drin. Kenne ich auch gar nicht sowas. Ich bin auch sowieso diese. Ne? Hier, Dings. Toll, ich komme gar nicht drauf. Cool. So, da war Limit wieder erreicht. Oh Mann. So, weiter geht's. Vielen Dank für die schönen Sticker. Oh ja, die kenne ich, die habe ich auch schon mal gesehen. Was ist das denn? So Augen? Was? Glödende? Was? Das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Vielen lieben Dank. War das gerade noch auf dem... an einem Video... Habt ihr das noch hören können, als ich gesagt habe, dass ich so einen Hunger habe? Und ich habe immer noch ganz großen Hunger. Ui, cool. Schaut mal.
Da haben wir noch mal so Tags. Tags. Ich sage eigentlich mal so Schildchen. Das kann man ja so ganz gut sehen. Hä, wieder hier mit diesen Augen oder... Sollen doch Augen sein, ne? Ich meine schon. Ja, doch. Dankeschön. Oh. Für Scrapbooking geeignet. Ich hoffe, man hört gerade nicht, dass mein Bauch knurrt. Aber ich wollte das Paket unbedingt jetzt auspacken, weil ich nämlich gleich noch Besuch bekomme. Und heute gibt's Fisch mit Kartoffelpü. Kartoffelpü. Kartoffelpüree. So. Ui. Schöne Blümchen. Blümchen. Hm? Blümchen. Hihi. Schön. Das werde ich mir natürlich wieder später so, ne? Für die Sachen aufbewahren, die ich dann für mich bastel. Auch, ne? Solche tollen Teile. Kannst du auch dieses gebrauchen? Gute Frage. Das werde ich wohl mit der Zeit herausfinden. Weil ich habe ja noch nicht so viel Ahnung von den ganzen Sachen, für was man alles so benutzen kann. Ich weiß nicht mal, was es ist. Seht ihr, das meine ich nämlich mit wegen Ahnung haben und so. Nee, also, was ist das überhaupt? Auch alles in so verschiedenen Formen. Ich hoffe, man kann das so erkennen. Hier auch so, wie so Ecken. So. Ja, gute Frage. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich damit was anfangen kann. Ich weiß nicht mal, was es eigentlich sein soll. Muss ich mal schauen. Das sagt mir jetzt so gar nichts. Also was das ist. Huch, hier liegt noch was rum. Uiuiui. Uiuiui. Ja, wie gesagt, da muss ich mal schauen. Oh. Pocket Letter Ecken zum Verzieren. Pocket Letter Ecken zum Verzieren. Ich kenne diese ganzen Sachen gar nicht. Was ist das alles? Oh, hier ist ein Bärchi. Bärchi. Süß. Ich weiß, ich übertreibe wieder. Pocket Letter Ecken zum Verzielen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Das muss ich mir alles später nochmal genauer anschauen, weil hier so vor der Kamera ist das immer so ein bisschen schwierig. Man will jetzt nicht dann 10 Minuten da sitzen und überlegen, ne? Das ist ja dann für die Zuschauer ein bisschen langweilig. Was steht da? Damit weißt du immer, wo du warst. Damit, habe ich das richtig gelesen? Damit weißt du immer, wo du warst. Ach, ein Lesezeichen. Mensch. Ein sehr schönes Lesezeichen. Schönes Rot. Ich bin zwar jetzt nicht so der Leser, also ich gebe es zu, ich bin etwas lesefaul. Ich habe auch mal so Bücher geschenkt bekommen von einer sehr guten Freundin von mir. Ja, da muss ich mal...
Anna, man wird ja älter, vielleicht ändert sich ja da noch was. Ich werde es auf jeden Fall aufbewahren. Dann werde ich es vielleicht mal gebrauchen können, dann, wenn ich mal endlich anfange, die Bücher zu lesen. Oh, ich bin echt so lesefaul. Das ist echt schlimm. Also wenn da keine Bilder drin sind, wie bei Mangas. Also Mangas habe ich früher mal gesammelt, habe ich aber alle wieder verkauft. Da keine Bilder drin sind, ist das immer so ein bisschen schwierig für mich. Hier ist nochmal Pocket Letter Zubehör. Ich will nichts kaputt machen. Hier haben wir noch mal so Schilder. Ach, da macht man es auf. Hey, da so schon Bänder dafür drin. Ui, der ist ja cool. Ja, das kann man dann immer gut an so Pocket Letter dran baumeln. Baumeln. Oder auch woanders dran. Muss ja nicht immer nur Pocket Letter sein. Dankeschön. Ich sage jetzt bei jedem Teil Dankeschön. Ja, aber ich habe ich ja schon erklärt, das ist ja dann immer. Ich bin halt ein Mensch, der sich bedankt immer. Sehr viel. So, was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Okay, hier kann ich einen Teil lesen. Geschenkpapier. Echt? Ist das wirklich Geschenkpapier? Fühlt sich eher wie so eine Art Serviette an oder so. Na, da muss ich mal schauen, ob ich das wirklich zum Einpacken benutze. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also, das muss so einzelne Streifen, oder gehört das alles zusammen? Will ich mir später mal genauer anschauen. Das ist echt Geschenkpapier? Weil hier steht ja hier noch so ein Teil Schenkpapier, Henkpapier. Schaue ich mir später mal an. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. So, genau, jetzt haben wir noch die Handmade-Sachen. Hui, einmal dieses hier. Ja, ich muss mal wieder auf meinem Handy gucken, ob das noch filmt, ne? Hier sind noch so schöne bunte Raindrops dran. Hihi. Auch so kleine niedliche dabei. Und so rot habe ich noch gar nicht. Also ich denke mal, dass das rote sind. Ja, ich glaube schon. So rot habe ich noch gar nicht. Was ist denn das? Was ist das? Hä? Oh Gott, ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Das kann man hier so rein drücken. Für was ist das? Hilft mir. Ich hoffe, mich kann da jemand aufklären. Oh Mann, ich bin so doof. So, das fühlt sich irgendwie nach einem Pocket Letter an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt bin ich schon wieder hier nervös. Ui, 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 so. Dann schauen wir mal, was die liebe Sandra da gezaubert hat. Es ist orange. Schöne Papier. Es ist orange. Orange.
Das ist ein Halloween Pocket Letter. Hihi. Da freue ich mich. Noch ein Halloween Pocket Letter in meiner Sammlung. Yay! Und was ist das denn hier? Wursthunde. Oder sind doch Hunde, ne? Wo die haben so Ohren wie, ich weiß auch nicht. Das ist ja voll lustig. You are the best. Also, das weiß ich jetzt nicht so, aber ja. Danke. Oh Gott, ich bin so doof. Der ist total süß. Vielen, vielen lieben Dank. Das Haus ist auch voll cool. Dankeschön. Da freue ich mich. Oh, ich liebe Pocket Letter. Vor allem im Halloween-Style. Hihi. So. Oh Mann, fühl dich mal gedrückt. Oh Mann. So, da haben wir hier noch ein selbstgemachtes. Hier kleben so Herzchen-Charms dran. Für Sabrina von Winnie Kreativa. Was könnte das sein? Vielleicht ein Goodiebag oder ein Flipbook? Bin mir nicht sicher. Jetzt mache ich mal ganz vorsichtig auf. Ganz vorsichtig. Wenn ich ab und zu mal etwas ruhiger bin, wundert euch nicht, weil ich habe wirklich totalen Kohldampf. Das ist so schlimm. Oh Mann. Ich habe nämlich noch keinen Mittag gegessen. Ui. Okay, ich pack schon aus. Okay. Oh. Hi, wieder im Halloween-Style. Oh. Happy Halloween. Bei mir ist ja immer Halloween, ne? Das habe ich ja schon mal erzählt. Oh, wie süß. Ein Halloween Flipbook. Genau, auch mit den richtigen Farben. Schauen wir mal rein. Uiuiuiuiui. Ich mal so rum. Das ist ein cooles Bild. Wo kann man das hier? Ah, hier kann man das aufkloppen. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Was ist cool? Hier stecken so Text drin, das kann ich hier schon erkennen. Das kann man eh sehr gut hier sehen. Kleben so fette Steine drauf. Alles anfassen. Hier haben wir auch noch mal so coole. Ui. Hoppala, jetzt sehe ich irgendwie irgendwo was gelöst. Wovon ist denn das? Oh oh. Wo könnte das dran gewesen sein? Verdammt. Ist doch bestimmt irgendwo irgendwie abgefallen, oder? Guck ich später mal. Ich klebe das mal eben so auf den Tisch. So, hier haben wir diese richtig coolen Tags. Die sind ja... So. Das ist ja cool gemacht. Das ist wohl so ausgedruckt. Die Kürbis. Jetzt so diese Tasche, aber ich. Wo
Wo waren nur diese Klebesteine drin? Das frage ich mich gerade. Oh oh. Yeah, bleib schön kleben. So, ob ich das jetzt wieder so schön hier reinbekomme. Blub. 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 So, dann haben wir hier auf der Seite so nochmal so, wie heißt so, solche Stanzteile. Die lasse ich jetzt mal so dran, das kann man ja gut erkennen. Und dann kann man hier nochmal aufkloppen. Haben wir nochmal solche Tags. Das sieht echt cool aus, so passend, so extra passend gemacht. So mit den Farben. Das will man dann gar nicht rausnehmen, weil das passt ja dann so gut dazu. Und hier haben wir noch mehr solche Tags. Süß. Yay, Happy Halloween. Süßes, sonst gibt's Saures. Moment mal, da steht doch eins. Ach, das sind Skelette hier. Könnt ihr das erkennen? Voll cool. Packe ich die mal wieder auch hier rein. So. Das ist auch total süß hier gemacht, finde ich hier. Diesen, nennt man das Flags oder so? Also wie Flaggen, keine Ahnung. Entschuldigt bitte, ich hab so wenig Ahnung. Ja. So, das hier ist das schöne Flipbook von der lieben Sandra. Ach, guck mal, hier kleben solche Steine, dann kleben die wahrscheinlich auch hier irgendwo auf der Seite. Nehme ich mal an. So, habe ich alles? Ich denke schon, ja. Das habe ich. Das habe ich. Genau. So. Hihi. Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich. So. Da wären wir nun am Ende angekommen. Zum Ende. Am Ende angekommen. Oh Gott. Ja, mein Hunger macht mich gaga gerade. Es tut mir so leid. So. Ja, wo fange ich nun an? Also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die ganzen schönen Sachen. Okay, bei manchen Sachen muss ich echt noch schauen, was ich damit in Zukunft machen werde, weil ich ja manche Dinge noch gar nicht kenne. Tja. Da bin ich selber mal gespannt. Oh, später noch alles verräumen. Das wird noch lustig bei meinem Platzmangel. Ja. Ja, vielen, 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 vielen lieben Dank an dich. Fühl dich geknuddelt, gedrückt. Ich freue mich vor allem hier über das Selbstgemachte. Da freue ich mich immer, immer, immer am meisten über die selbstgemachten Sachen. Immer total, ja, spannend, finde ich, wenn man so von jedem, ja, sowas Eigenes, was, ne, sowas Eigenes hat. Das ist total schön. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich noch irgendwie sagen wollte. Ach ja, ihren Kanal werde ich natürlich in der Infobox verlinken. Das ist natürlich, ja, für mich ja, selbstverständlich, dass ich das mache. Ja. Ich werde jetzt gleich schön mampfen. So. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich. Ihr merkt es schon, mir fällt es immer schwer, so zum Ende zu kommen. Halt. Die Karte möchte ich hier gerne nochmal ins Bild legen. Die ist so schön. Ja. Oh, ich hoffe wirklich, ich habe nichts vergessen, aber ich werde dir ja gleich nochmal schreiben. Ich hoffe, das Video gefällt dir und euch anderen auch. Und ja, verzeiht mir bitte, dass ich, weiß nicht, falls ich irgendeinen Stuss geredet habe oder keine Ahnung.
Ich schiebe es mal auf den Hunger. So, ich werde jetzt aber mal was zu essen machen und ja, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye bye und danke nochmal für alles. Mua. Tschüss.